Hallo ihr Lieben, mein Lieblingsbuch diese Woche, was ich euch gerne empfehlen möchte, ist One Last Stop von Casey McQuiston. Im Deutschen ist es erschienen bei Drömer und aus dem Englischen übersetzt von Carina Schnell. Dieses Buch ist kein neues Buch, es ist aber eins, was mich wirklich immer begleitet und was so ein richtiger Wohlfühlschmöker einfach nur ist. Also es geht um August. August ist noch ganz jung und zieht gerade nach New York, weil sie dort jetzt studieren möchte. Und landet auch direkt in einer ziemlich bunten und witzigen WG. Und sie lernt auf ihrem Weg zur Uni in der U-Bahn ein anderes Mädchen kennen, und zwar Jane. Und die beiden verstehen sich eigentlich auf Anhieb ziemlich gut und begegnen sich dann mehrmals in der U-Bahn. Und für August ist es eigentlich lieber auf den ersten Blick. Und Jane hat aber ein Problem, denn Jane ist gefangen in der U-Bahn-Linie Q. Also sie kann die U-Bahn nicht verlassen, denn sie scheint eine Zeitreisende aus dem Jahr 1970 zu sein. Und das ist natürlich für die Beziehung zwischen den beiden ganz schön schwierig. Und August und Jane und ihre neuen Freunde versuchen eben irgendwie, Jane aus dieser Zeitschleife, in der sie gefangen ist, rauszuholen. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Es lässt einen mit so einem ganz warmen Gefühl in der Brust zurück. Also wirklich eine ganz, ganz tolle, queere Love Story. Ich kann es nur jedem empfehlen, der gerne sowas liest. Mit wirklich tollen Charakteren, die einen begleiten und die einem auch immer so im Gedächtnis bleiben. Ja, mein Tipp für euch diese Woche, One Last Stop von Casey McQuiston.